Bei einem Streifzug durch den Jada-Park können große und kleine Besucher einiges erleben und vor allem sehen. Die NWZ hat dem Tier- und Freizeitpark in Jadaberg einen Besuch abgestattet und dabei begeisterte Besucher getroffen. Auf dem Weg durch den Freizeit- und Tierpark begegnen den Besuchern Kapuzineraffen, bunte Papageien, Löwen, aber auch einheimische Tiere wie Biber oder Säbelschnäbler, die ihren Lebensraum am Wattenmeer haben. Wasserrutsche, Achterbahn und Karussells sorgen für Nervenkitzel. Bei schlechtem Wetter bietet die Spielscheune Unterschlupf. Hier kann man sich wieder aufwärmen, die Kinder toben sich aus und dann geht es weiter, erzählt Angelika Stratmann, die mit ihrem Mann Jürgen und ihren beiden Enkeltöchtern Finja und Mayra extra aus Bremerhaven hergefahren ist. Sie wolle noch das Giraffenbaby sehen, gibt Mayra zu verstehen. Auf dem Weg dorthin wird noch ein kleiner Abstecher bei den Erdmännchen gemacht. Auch an dem Streichelzoo können die vier nicht einfach vorbeigehen. Mit Futter ausgestattet geht es zu den Ziegen. Und dann ist es endlich soweit. Die Familie erreicht das Giraffengehege. Mayra hat die großen Tiere als erste entdeckt. Leider stehen die beiden nur in ihrem Innengehege. Bestimmt müssen die da drin bleiben, weil das Wetter nicht so gut ist, vermutet Mayra. Dennoch ist dieses Erlebnis das Highlight des Tages für die Ausflügler.